Nein, ich hasse euch. Bleibt mir fern! Gosh, wir one-hitten diese Viecher. Autsch. Hi, mein Freund. What's that? Shiny, shiny. Give me that. I make weapons shiny. Kristallglut, okay. I had shiny, shiny. I make weapons shiny. Jetzt ist gut, ich weiß, was du meinst. Außer zum Umwandeln. Großschwert des Artorias. Seele Wolf Sif benötigt. Seele von Artorias. Seele Aschefist gewinnen. Finstermond. Wendelin. Manus Beschleuniger. Seele des Manus. Wer ist das? Seele Wendelin. Das ist sehr interessant. Blitzbastardschwert. Kristallbastardschwert. Ausrüstung kaufen. Funkeltitanit, genau, konnte man bei dem kaufen. Kostet 8000. Was natürlich nicht ohne ist. So. Riesenriss. Riesige Maschen, Riesenstulpen und Riesenhelm. Jetzt will ich noch wissen. Diese dumme Riesenrüstung hat überhaupt keine Fluchresistenz. Das heißt, für Steve brauche ich wohl oder übel Habitsrüstung. Ich glaube, ich nehme lieber das Leuchtfeuer bei Gewinnewehe. Da war ja auch noch eins. Von dem aus teleportieren wir uns hier wieder weg. Oder teleportieren wir uns hier weg? Ich weiß es nicht. Nee, wir gucken erstmal bei diesem... Da war ja noch dieses riesige Bild. Ihr erinnert euch sicher. Da gucken wir jetzt als nächstes mal vorbei. Weil ich immer noch nicht weiß, was man da jetzt machen kann oder so. Ist schon alles sehr mysteriös. Jetzt komm schon! Lass dich töten! Ja, so macht man das aber nicht. Ha! Die halten mittlerweile auch nichts mehr aus. Zwei Schläge und die sind down. Blamabel. Absolut blamabel. So, dann wäre noch die Hydra dran. Im Garten. Spinatpizza sagte mir, ich muss sie töten, um die DLC-Gebiete betreten zu können. Tja. Da wäre ich so wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, aber sie ist halt noch offen. Und dieses Bild wollte ich immer noch mal untersuchen. Ob sich mittlerweile vielleicht irgendwas getan hat, dadurch, dass wir jetzt vielleicht Wendelin getötet haben oder so. Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Wahrscheinlich werden wir ins Bild gesogen. Zuvor muss ich aber wahrscheinlich wieder diese weißen Spinner hier töten. Ja.
So kommt herbei. Ihr One-Hit-Wonder. Yay. Oh Gott! Shit! Nein! Nein! Weiß. Weiß. Seht ihr dieses wunderbare weiße Adidas-T-Shirt? Seht ihr es? Guckt es euch genau an, denn jetzt! Niemals hat ein T-Shirt diese Bärenkräfte ausgehalten. Adidas, gute Qualität. Ich hoffe, man hat es jetzt auf der Cam gesehen. Ich kann das kein zweites Mal machen. Jedenfalls habe ich mich jetzt an diesen weißen Bastarden gerecht, die diese scheiß weißen Adidas-T-Shirts tragen. Jetzt weiß ich auch, warum die so schwach sind. Na. Ah. Das klang gerade, als wäre irgendwas umgefallen. Keine Ahnung, von wo es kam. Ignorieren wir es einfach. Ja, bevor jetzt wieder irgendwelche Moralaposteln kommen, das T-Shirt war eh kaputt. Ich hätte es doch sonst nie kaputt machen können. Ich kann doch nicht einfach so ein T-Shirt zerreißen. Die Kraft hätte ich gar nicht. Das war hinten ein riesiges Loch. Ich weiß übrigens nicht, woher das Loch kommt. Das ist total merkwürdig. Wahrscheinlich werde ich dieses Rätsel niemals lösen. Denn jetzt ist das T-Shirt sowieso im Arsch. Oh ja, wollt ihr euch küssen? Ich kann auch weggehen. Alter. Geht doch. Kann ich den ignorieren? Ja, kann ich. So, sieht sehr schneeig aus. What the fuck? Gemalte Welt von Ariamis. Und wie zur Hölle bin ich jetzt hier hingekommen? Wendelins Tod? Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Was habe ich... Aber ein Schneegebiet, wie cool ist das denn? Das finde ich mal richtig nice. Ich habe mir immer ein Schneegebiet gewünscht und jetzt habe ich eins. Oha. Krasser Scheiß geht hier ab. Das ist dann ja im Grunde auch ein völlig optionales Gebiet. Also Dark Souls überrascht mich immer wieder. Es ist unglaublich. Wir haben hier auch ein Leuchtfeuerchen. Kann ich mich von hier aus wieder wegteleportieren? Oh Gott, das heißt, wir müssen das jetzt lösen, oder? Müssen wir. Ich hoffe, ich bin stark genug dafür. Ja, beim nächsten Mal Dark Souls werden wir uns dann um die gemalte Welt von Ariamis kümmern. Wie auch immer ich hierhin gekommen bin. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare.
Vielleicht auch irgendein Gegenstand, den ich aufgesammelt habe. Ich weiß nicht. Was bringt die eigentlich? Kunst des Entfernens. Okay. Das hätte ich aber auch vorher erkennen können. Ich habe das ja mal gelesen. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand. Ist ja schon mal recht eindeutig. Klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Dann war es die Puppe. Wo haben wir denn die Puppe nochmal gefunden? Bei dem verirrten Dämon im Asyl der Untoten. Okay, dann macht das Sinn. Das heißt, Zugang zu diesem Gebiet bekommt man nur, wenn man zurück zum Asyl der Untoten geht, den verirrten Dämon tötet und die Puppe findet. Und dann die richtigen Schlüsse zieht und hier landet. Bei mir war es jetzt mehr Zufall, aber falls ihr das Spiel spielen wollt, jetzt wisst ihr es. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls und werden, wie gesagt, malte Welt von Ariamis und dann irgendwann vielleicht nochmal Seath. Ein bisschen Funkeltitanit muss ich da eh noch farmen. Was brauche ich eigentlich um die Riesenrüstung? Auch Funkeltitanit. Okay, da muss ich erst recht viel farmen. Bis dahin, haltet die Ohren steif.